Guten Abend betroffen, die etwas andere Talksendung hier auf Tele Zentralschweiz. Heute sind wir hier zu Gast in Basel und zwar in einem ganz speziellen Büro. Es ist nicht ein Büro, hier läuft ziemlich viel auf der ganzen Welt. Und unser Gast ist der Patrick Portmann. Herr Portmann, was ist das für ein Büro, wo wir uns hier befinden? Ja, das ist eigentlich weniger das Büro, das ist unser Network Operation Center, also das NOC. Und von hier aus die wir eigentlich die ganzen Dienste, die wir schweizweit oder auch europaweit die vertreiben, kontrollieren, steuern, überwachen, produzieren und so weiter. Sie sagen die ganzen Dienste, die wir anbieten. Sie haben verschiedene Dienste, die Sie anbieten. Und der erste Dienst, der mir jetzt gerade so oben drauf steht, ist das CATV. CATV, wenn ich TV höre, stelle ich mir einen Fernsehsender vor. Ich stelle mir eine grosse Fernsehproduktion vor. Aber CATV ist nicht ein Fernsehsender, gell? Nein, CATV Group ist eine Firmengruppe. Und was macht die Firmengruppe? Wir entwickeln und produzieren innovative Produkte für Glasfasernetz, aber auch für Wholesales-Partner, sogenannte B2B-Geschäfte, Business-to-Business in ganz Europa. Und wir produzieren aber auch Endkundenprodukte, Services, Fernsehen, Internet, Telefonie, Mobile und so weiter für Endkunden und private Kunden auf den Glasfasernetzen in der Schweiz. Okay, das heisst, Sie bieten Produkte anbieten. Also ich kann über Sie oder mit Ihnen kann ich Fernsehen schauen, ich kann mit Ihnen telefonieren und ich kann mit Ihnen aufs Internet. Und das bieten Sie an, wenn man am Kabel angeschlossen ist. Das ist wenn man an einem Glasfasernetz angeschlossen ist, richtig. Vielleicht noch wichtig zu sagen, bei uns hat einen speziellen Stellenwert hat natürlich die Bereitstellung von sehr innovativen und hochwertigen Fernsehprodukten. Auch immer mit einem regionalen Aspekt verankert. Das sieht man auch nach Möglichkeit mit den Regionalsendern auf dem Netz kann integrieren. Und wir sind natürlich auch daran interessiert, den heutigen Bedürfnissen gerecht zu werden. Das heisst, die Leute wollen heute eigentlich alle Dienste zu jeder Zeit, an jedem Ort können schauen oder auch kommunizieren. Das ist korrekt. Das ist natürlich sehr trendig jetzt, dass man Fernsehen schauen kann, gleichzeitig ins Internet, gleichzeitig telefonieren und das möglichst selbstverständlich in der Badwanne und im Auto und daheim und so. Im Auto ist es vielleicht weniger optimal, aber... Sie haben recht. Sie haben natürlich sehr recht. Im Auto ist es absolut nicht optimal, haben Sie recht. Jetzt haben wir gesagt, Sie haben gesagt Glasfaser. Es hat ja vorher eine andere Anschlussmöglichkeit gegeben, Kabel, wenn ich richtig orientiert bin. Das ist der Glasfaser ist eher etwas Neues. Wie hat man denn vorher Kabel bekommen? Also es ist so, Glasfaser ist natürlich etwas Neues und etwas, das noch nicht gross verbreitet ist. Es hat einfach grosse Unterschiede. Die Hauptvorteile liegen natürlich in der unlimitierten Geschwindigkeit, die man übertragen kann. Das ewige Warten hat ein Ende. Man kann also, heute ich muss nicht vor dem Computer hocken und etwas abladen und kann Nacht essen und noch essen. Nein, das geht nicht. Sie nehmen hier also garantiert ab, weil das geht blitzschnell. Okay. Sie können heute Videos, Fotos, Daten austauschen unter Freunden oder mit Plattformen wie YouTube, Google, aber auch eben für Business-Anwendungen, E-Learning und so weiter. Mit einer enormen Geschwindigkeit, und zwar in beide Richtungen. Das heisst, ich kann sehr schnell etwas reinbekommen. Also der Weg zu mir, aber auch der Weg, wenn ich Ihnen etwas schicken will, der geht genau gleich schnell, sagt man Symmetrie im Fachjargon. Und das ist auch bei den Glasfasernetzen möglich. Und bei den Kupfernetzen ist auch das ein bisschen problematischer, sagen wir es mal so. Es geht mit dieser Geschwindigkeit nicht, das ist auch viel aufwendiger. Ganz ein wichtiger Faktor ist auch noch, Glasfasernetz, die natürlich einen Standortvorteil bieten. Also man kann die Abwanderung stoppen, man kann neues Gewerbe und Industrie ansiedeln. Gerade die Studenten heute oder auch die Schüler, die heute viele Sachen über das Glasfaser, also über das Internet machen müssen, Aufgaben oder Lernen und so weiter, denen kann man die Probleme, die sie teilweise eben haben, in der konventionellen Technik abnehmen. Das klingt sehr gut. Also jetzt noch einmal Kupfer, das ist das, was man vorher hatte. Und wenn Sie sagen, jetzt kann ich genau gleich schnell etwas hineinschicken, wie holen, hat man vorher müssen warten? Dann muss ich warten mit schicken, bis. Oder ist das. Es ist einfach so, dass bei der konventionellen Technologie, was ja noch weit über 90% heute Standard ist, dass ich dort einfach relativ gute Geschwindigkeit habe zu mir, je nach Netz. Aber
der Weg raus ist langsam. Und das hat technische Gründe. Das ist nicht, weil das böse sind, die die Kupfernetze betreiben oder die Dienste anbieten. Das ist einfach in der Natur der Technologie. Und bei den Glasfasernetzen ist es so, dass der Hauptvorteil, das ist ein Netz, dem sagt man Stern, das ist eine direkte Verbindung zwischen Ihnen und mir. Sie als Kunde und ich als Provider binden Sie direkt mit einer eigenen Leitung auf meinem System an. Bei den Kupfernetzen, Baumstrukturnetz, ist es so, dass ich eine gewisse Geschwindigkeit zur Verfügung stellen kann. Das führe ich an einen gewissen Punkt an. Und dort muss ich es aber verteilen unter ein paar, nicht nur um Herrn Schärli, sondern es sind noch ein paar andere, die von dem gleichen Kuchen etwas haben wollen. Und dementsprechend ist natürlich schon das mal ein Vorteil, dass ich die Geschwindigkeit, die ich zur Verfügung habe, muss ich nicht teilen mit anderen. Und das Zweite ist, dass trotz grosser Anstrengungen, die die grossen Provider heute alle in Europa ja machen, um die Kupfernetze noch schneller machen und noch mehr ausreizen, dass halt trotz dieser riesigen Anstrengungen Datenmengen explosionsartig steigen, die man eigentlich zur Verfügung hätte haben. Und über kurz oder lang können sie mit diesen Netzwerken die Bedürfnisse nicht mehr befriedigen. Ein bisschen böse gesagt, Kupfernetze sind natürlich in Zukunft ein Auslaufmodell. Ja. Also in der heutigen Technologie gibt es natürlich ganz viele Aspekte, wo man muss sagen, man muss schnell sein. Weil die Leute tendieren ja dazu, alle ihre Zeitungen, alle ihre Bücher, alle ihre Musik muss online und dabei sein und immer überall ablesbar sein. Und da sagen sie, Glasfaser ist etwas, das schneller ist. Wenn ich von Glasfasern höre, dann ist das für mich Schaufenster, wo man nachher, oder Fenster, wo man die Fasern daraus nimmt. Aber das ist eigentlich nicht korrekt. Wie sieht das aus? Können Sie mir das erklären, Glasfasern? Ja, es ist nicht so weit von einem Schaufenster entfernt. Es ist einfach ein bisschen anders physikalisch dargelegt. Also Glasfaser ist eigentlich nichts anderes als ein ganz feines Faser, das effektiv aus einem Glaspolymer besteht, okay, und wo Lichtwellen durchgehen. Und man könnte jetzt hier wissenschaftlich werden, ich glaube, das ist nicht zielführend. Nein. Fakt ist einfach, es hat einfach durch die Technologie fast unbeschränkte Möglichkeiten, zum Daten von A nach B und Retour übertragen. Und von dem können wir in Zukunft profitieren. Also fast ein bisschen die Relativitätstheorie. Die geht ja um Licht und Geschwindigkeit. Richtig, nur ich glaube, die ist nicht ganz bewiesen, aber Glasfasertechnik zeigt mir auch, dass es funktioniert. Sehr gut. Wie viele, wenn wir jetzt mal von der Schweiz ausgehen, ich glaube, wie viele Haushalte oder wie gross ist der Bevölkerungsanteil, der schon Glasfasern hat in der Schweiz? Also die grossen Provider, die in der Schweiz auch bauen, die sagen, dass es ca. zwischen 80 bis 100'000 Gebäude sind heute angeschlossen, bis in Keller mal. Und das bedeutet erreichbar ca. 500 bis 700'000 Nutzungseinheiten. Wobei in den meisten Netzen, gerade in den grossen Stadtnetzen, zuerst Glasfaser in den Keller geführt wird. Ja. Und bis in die Wohnung nachgezogen wird, in der Regel erst dann, wenn der Kunde Dienst bestellt. Okay, also wenn ich jetzt daheim sage, wenn ich im Keller Glasfaser habe, habe ich aber nicht, aber wenn ich es habe und sage, jetzt will ich den Anbieter, dann wird es zu mir in die Wohnung installiert. Genau. Und ich bin eine Nutzungseinheit. Das ist richtig. Sie sind als Wohnung sind Sie eine Nutzungseinheit. Wir schätzen, dass ca. ziemlich genau in der Schweiz mittlerweile etwa 18'000 Leute oder Nutzungseinheiten wirklich effektiv Glasfaserdienste nutzen. Das ist ein Marktanteil von ca. 0,6% vom ganzen Telekom-Marktanteil in der Schweiz. Das ist noch relativ wenig. Und von dem haben wir 25% etwa mit der Wireplay AG Endkunden und Business. Sehr schön. Jetzt eine weitere Frage, wenn Sie von Anbietung redet, wenn ich jetzt Fernsehen schaue, also ich habe jetzt zum Beispiel Satelliten, weil wir sind so weit von jeder Kabelmöglichkeit weg, dann muss ich ein Kärtchen für einen Schweizer, ich muss schauen, was ist wo, wenn und so. Und das Internet geht dann gleich nicht dort drüber, das geht über das Telefon und das ist ganz komplex. Wie ist denn das bei Ihnen, wenn ich jetzt zu Ihnen komme und Sie als Anbieter werde, brauche ich all diese Sachen auch oder nicht? Nein, die brauchen Sie dann nicht mehr, weil es ist natürlich so, mit dir hier die ganzen Dienste, die auch verschlüsselt sind, das ist übrigens eine lizenzrechtliche Frage, eine europäische, das hat nichts damit zu tun, dass das SRG jetzt das aus Böswilligkeit macht. Nein, mit dir natürlich die ganzen Probleme, die hier entstehen, einmal lösen für, sagen wir, zigtausende, zehntausende oder hunderttausende Kunden. Mit dir die ganzen Sender hier aufbereiten, entschlüsseln und in höchster Qualität über Glasfasernetz weiterleiten. Und wenn Sie jetzt ein Kunde wären, der das empfehlen können, dann haben Sie ganz normalen Fernseher ohne irgendwelche Zusatzgeräte und können
gegen die 400 Sender momentan fernzuschauen. Ja. Ohne irgendwelche. Natürlich Teleclub haben wir auch drauf. Hier ja. würde ich Ihnen sehr schwer empfehlen, ein Kärtchen zu kaufen, weil das ist verschlüsselt und das ist selbstverständlich ein Pay-TV-Angebot. Ja, genau. Wie Kabukiosk auch, das ist aber ganz eine andere, das ist eine andere Geschichte. Das ist ein Dienst, wo man an einen Kunden gibt, also wo die Leute Content verkaufen. Aber die normalen öffentlich-rechtlichen Sender oder alle die, die eigentlich Free-to-Air sind, die kommen dann auch zu ihren Free-to-Air. Free-to-Air heisst, die kann ich einfach anschauen, ohne dass ich extra zahlen muss, genau. Wie die Pay-TV-Sachen. Das ist bei uns übrigens auch eine Eigenheit vom E-Play-Angebot, das möchte ich doch jetzt geschwind erwähnen. Mhm. Wir haben immer die Philosophie gehabt, dass das, was frei empfangbar ist, auch aus dem riesigen Angebot an Fernsehsendern aus der ganzen Welt, ja. dass wir das zu einem Preis, in einem Paket transparent auch den Kunden zur Verfügung stellen und nicht Pakete A, B, C, D und E und F machen und man immer mehr muss zahlen für jeden Sender, den man zusätzlich will. Ich sage es nochmal, eine Ausnahme von dieser Regel sind natürlich die Sender, die auch mehr aus lizenzrechtlichen Gründen müssen verschlüsseln logisch. Und auch weiterverrechnen. Aber sonst sind wir der Meinung, der Kunde soll in einem Paket alles offen haben, ohne die komplizierten Sachen. Sie haben gerade noch von Y-Play geredet. Das ist auch etwas, das wo in vielen Munden ist. Können Sie mir erklären, was das genau ist? Ja, die Y-Play AG, das ist eine Firma von der CATV Group, firmiert unter der CATV Holding AG und ist unser Provider. Der Provider, der eben Endkundendienstleistungen für Private, aber auch für KMU, also Business, ja. über die Schweizer Glasfasernetze zur Verfügung stellen. Fernsehen, Internet, Telefonie und so weiter. In Ihrer Werbung steht so schön, dass das 333 Sender sind, die man hier bekommt. Ja. Aber ich glaube, inzwischen sind es schon etliche mehr, oder? Ja, wir haben jetzt hier leider, wir halten uns nicht ganz an unsere Werbung. Es sind mittlerweile 400 Sender alles zusammen. Die Tendenz ist steigend. Natürlich, es gibt auch mal jemanden, dass ein Sender wegfällt. Wir empfangen ja so viele verschiedene Sender aus verschiedenen Ländern. Da gibt es mal, dass ein Sender nicht mehr existiert, aber dafür zwei andere dazukommen. Also tendenziell ist es steigend. Und durch Glasfasertechnologie haben wir natürlich auch nicht das Problem, dass wir irgendwelche Platzprobleme haben. Wir können den Sender auch laufend aufschalten. Es gibt sogar Wünsche, die wir erfüllen. Es gibt in unserem Kundenkreis, gesamtschweizerisch, auch sehr viele Expats, ja. die sagen, ich komme dort her, ganz speziellen Sender, könnt ihr den nicht aufschalten? Und sofern das möglich ist, vom Satellit her. Und wir sehen, mal, der ist empfangbar, das ist schon öfters vorgekommen. Als wir auch Tipps bekommen haben aus der Kundschaft, welche Sender dass wir noch zusätzlich interessant wären. Aber das heisst, es kommt dann nicht nur der Kunde, der den Wunsch hatte, den Sender über, sondern ich kann die auch schauen. Das können dann alle schauen. Ganz genau. Also habe ich die Möglichkeit von Al Jazeera bis über Bibel TV aus Israel. Al Jazeera ist ein Standardsender, den muss man haben. Aber das ist richtig, bis über Bibel TV, bis über vor allem die ethnischen Programme, Heimatprogramme aus der ganzen Welt, was möglich ist. Und eben auch die lokalen Sender, die dann auch bestückt, wo man dann auch auf der ganzen Sendebreite bekommt. Natürlich. Selbstverständlich. Jetzt noch die Frage, wir reden hier von der Schweiz. Sind Sie da auch in der Agglomeration für die Schweiz tätig oder ist es wirklich nur für die Schweiz? Nein, wir sind mit der Swiss Fiber Systems AG. Das ist eigentlich die Firma, die das Headend und das NOC und die ganze Produktion macht von der Technik. Sind wir auch europaweit mit B2B-Produkten. Also wir liefern Fernsehstreams und andere Dienste auch nach Deutschland und in andere Länder. Sehr gut. Also da kann man das Telezentralschweiz, das ja jetzt auch über die Anbietung läuft, kann man also in dem Fall auch im Ausland sehen. Das wäre einfach der Fall, dann, wenn ihr sagt, dass man das dürft weitergeben. Ja, und sonst halten wir es natürlich selbstverständlich an die Regeln. Es ist zum Beispiel so, dass wir nicht nach Deutschland dürfen Schweizer Fernsehsender weitergeben. Weil die Übertragungsrechte nicht haben. Aber technisch gesehen natürlich. Aber dann müssten wir es mit Untertiteln machen, weil es versteht uns ja, dann kennen die. Ja, Baden-Württemberg aufwärts wird es wahrscheinlich nachher schwierig. Also, wir kommen ja beide vom Luzerner Hinterland. Sie haben gesagt, ursprünglich aus Schöpfen. Das ist sehr spannend natürlich. Jetzt haben wir sehr viel über das CATV gehört, über das iPlay und so. Wir befinden uns hier im Büro. Jetzt ist es noch spannend zu wissen, wie sieht denn das überhaupt aus? Haben Sie die Möglichkeit, mit uns das schnell anzuschauen, wo wir da die Räume wie die aussehen, wie das funktioniert nachher, auch technisch und so? Wären Sie bereit? Selbstverständlich. Wir können gerne auf dem Dach anfangen, wo wir mal unsere Akquise anschauen und dann führe ich Sie durch unser Headend durch. Gut, danke vielmals. Dann würde ich bis jetzt noch auf den Rundgang geben. Einverstanden? Gerne, machen wir doch das. Bitte schön.
was Also, ich bin jetzt mit dem CEO, mit dem Herr Portmann hier auf dem Dach vom Geschäft. Und jetzt haben wir hier Spiegel. Ich habe auch einen Spiegel daheim, aber meinen ist etwa ein Zehntel von dem. Warum sind denn die so gross? Und warum hat es so viel von diesen da oben? Das ist relativ einfach beantwortet. Wir machen natürlich hier nicht nur für ein Einfamilienhaus die Aufbereitung, machen, sondern für ein professionelles Headend. Es hat zwei Hauptgründe. Die Grösse, Schlechtwetterreserve. Also man muss auch gerüstet sein auf schlechte Witterungsbedingungen, obwohl wir natürlich Redundanzen haben an anderen Orten. Und Qualität. Je grösser der Spiegel, desto hochwertiger ist die Qualität der Empfangssignale, die wir innen bekommen. Wir haben 13 solche Spiegel hier. Die haben 3 Meter Durchmesser. Das entspricht 4,5 Meter von der alten Technologie, wo man noch Parabolspiegel hatten. Und wir haben ca. 10'000 Fernseh- und Radiosender Möglichkeit zum Empfangen, wo man natürlich nicht alle benutzen können, sondern nur einen Bruchteil und dann weiterverarbeiten. Sie haben gesagt, Redundanzen haben Sie. Das heisst, wenn die alle nicht gehen, würden Sie sehr wahrscheinlich wie ein Glasfaserkabel das von irgendwo anders herholen, um es einzuspeisen hier unten, damit wir gleich im Fernsehen schauen können. Wie muss ich das verstehen? Das ist genau so. Wir haben natürlich Verbindungen, wir haben sogenannte Ringe, sagt man denen. Die sind redundant und wir haben auch an anderen Orten in der Schweiz und teilweise schon im Ausland Empfangsstationen, wo bei einem Ausfall hier würden die Sender, also das merkt ihr als Kunde gar nicht, das schaltet automatisch im Millisekundenbereich um und somit sind wir da sicher, dass auch wenn hier mal etwas passiert, dass wir weiterhin Fernsehen schauen. Sehr gut, das Wetter ist ja jetzt gerade nicht aktuell nicht extrem schlecht, obwohl es nicht sehr gut ist, kommt mir fast ein bisschen vor wie bei der Nachricht auf dem Leutschenbach beim Wetter, ja. Wetterprognose. Aber ich glaube, wir gehen jetzt wieder rein und wir haben noch andere Sachen, die wir anschauen können. Einverstanden, dann würden wir hier wieder losgehen. Machen wir gerne. Gut. Herr Portmann, wir sind jetzt wieder drinnen. Wir sind zwar immer noch auf dem Dach, aber jetzt windet nicht mehr so fest. Jetzt sind wir hier so ein bisschen im Herzstück. Aber gerade hinter uns befindet sich etwas ganz Spezielles. Weil was passiert, wenn Strom ausfällt in Basel? Haben wir dann in der ganzen Schweiz kein Fernsehen mehr? Nein, genau. Das passiert eben nicht dank diesen Batterien. Das ist ein sogenanntes USV, sagt man dem. Das ist Notstrom, den wir hier haben. Wir sind gegen die 2 Stunden souverän. Aber selbstverständlich hat sie in diesem Gebäude auch noch Dieselgeneratoren. Die werden sofort anspringen, sobald es kein Strom mehr kommt. Das heisst, die Batterien brauchen wir nicht lange. Und es hat noch einen Qualitätsaspekt. Durch die sogenannte Batteriestromtechnik haben wir in diesem Headend keinen Direktstrom. Sonst wird alles über Batterien gefiltert. Und das ist heute wichtig, weil heute hat man sehr viele ungewollte Oberwellen in den Stromnetzen. Das können wir hier abfiltern, sodass wir einen schön sauberen Strom haben. Wir haben 2 Stromkreise, die getrennt sind, redundant. Ja. Und alle unsere Geräte, die hier innen laufen, haben 2 Netzteile und werden von 2 getrennten Stromkreisen gespeist. Also wir haben 99,99 irgendetwas Sicherheit. 100 gibt es nie. 100 gibt es nie, das ist klar. Aber wenn Sie sagen, der Strom wird gleich verteilt, es gibt also keine Stromschwankungen, ist auch nicht schlecht für Geräte. Also es wäre schlecht, wenn es dann die mehr ja, weniger gäbe. Es kann Qualitätsminderung geben, die Signaltechnik. Okay. Es kann sogar zu Defekten führen bei Extremfällen. Ja, genau. Darum haben wir nur Batteriestrom. Genau. Wir gehen jetzt gerade hier weiter um eine Ecke und dann kommen wir nämlich zu dem Headend, wo wir vorhin schon davon geredet haben. Gut. Genau. Wir sind jetzt hier um eine Ecke gelaufen und jetzt sind wir an dem Headend. Headend heisst ja so auf gut Deutsch so viel wie der Kopf oder Kopfhände. Was bedeutet der Headend bei euch in eurem Geschäft? Das bedeutet eigentlich Quellen, also der Ursprung von allen Signalen, die wir produzieren. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel in dem Teil, wo wir Fernsehsignale hauptsächlich aufbereiten, das ist in diesen Schränken hier. Da sehen wir die ganzen Signale vom Dach oben sammeln, aber auch Regionalsender zum Beispiel, die von euch herkommen oder von anderen, die dann hier auch in diesen Teilen gesammelt werden und zusammengeführt werden zum ganzen Fernsehangebot. Dann haben wir wiederum Internet-Gateway-Router, wo wir die ganzen Internetprodukte produzieren und verteilen. Encoder, Decoder und so weiter. Man sieht hier auch noch ein bisschen Glasfasertechnologie. Das sind zum Beispiel Komponenten, die Fasern die beleuchten für unsere regionalen Netze hier. Okay. Fernsehen, Internet und Telefonie. Die raus transportieren und hier wiederum haben wir
Serverfarm, die man braucht zum Internet und Telefonie verteilen. Genau. Und so weiter. Also es ist sehr viel Technologie, hochprofessionelle Technologie. Ja, das sieht so aus. Also ich bin froh, dass ich da nichts dran mache, sonst wäre die halbe Schweiz dort gleich. Jetzt haben wir vorhin von Glasfasern geredet. Sind denn das Glasfasern jetzt da, die Kabel, die man das sieht? Das sind jetzt typische Glasfaserverbindungen. Also die hier? Genau, richtig. Ja. Ich habe mir natürlich solche Kabel vorgestellt. Ja, es gibt natürlich schon noch dickere Kabel, aber im Unterschied zu früheren Technologien haben wir so dicke Kabel, 576 Fasern. Ja. Und eine Glasfaser, ungeschützt, ist dünner als ein menschliches Haar. Ah, okay, das ist das dann heisst, so, es geht dann schon in den Nanobereich. Das ist sehr, sehr klein, genau. Okay. Und darum können wir heute mit relativ kleinen Durchmesser sehr viele Verbindungen über ein Kabel machen. Das ist richtig. Ja. Sehr, sehr interessant. Vielleicht noch ein bisschen präzisieren, damit dass man das richtig versteht. Wenn ihr sagt, in der ganzen Schweiz kein Signal mehr, betrifft natürlich nur unsere Kunden, nicht die anderen. Okay. Aber ich glaube, es sind schon viele, die man da trifft. Ja, es werden hoffentlich immer mehr. Ja. Eben, ja, genau. Dann noch ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir heute hier sein dürfen, bei CATV. Danke für den Besuch, vielen Dank. Hat sehr Spass gemacht, haben wir alles anschauen, haben wir die guten Informationen bekommen. Ganz, ganz herzlichen Dank und dann sehen wir uns einmal auf dem Bürotisch mit Telezentral Schweiz wieder. Merci vielmals. Vielen Dank. Schönen Tag noch.